Herzlich willkommen zum First Run. Ihr seht, hier ist schon ein bisschen nass. Ich war kurz schon auf der Wiese, habe zwei Runden gedreht, dass auch alles funktioniert und ja, nicht direkt gleich irgendwas abfällt, kaputt geht. So, die Zahnräder haben sich jetzt aufeinander eingeschliffen. Ich gehe mal gern hin, am Anfang fahre nur so bis maximal Halbgas, die ersten 5 Minuten, dass sich wenigstens die neuen Zahnräder leicht aufeinander einschleifen. Ansonsten ist alles so, wie ihr es zuletzt gesehen habt. Die zwei Lüfter. Ich habe jetzt M-Line-Akkus 5200er drin vom Modellbau Metz. Ja, und jetzt fahren wir mal ein Ründchen. So, es ist gerade die Karosserie abgeflogen. Dabei habe ich gesehen, dass ich beim letzten Zusammenbau vergessen habe, die Kabelbinder vom Lüfter drauf zu machen. Heißt, der Lüfter ist gerade abgeflogen. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dürfen es nicht übertreiben. Aber der Motor hat 40 Grad, also von der Temperatur habe ich ja selten Probleme mit dem Auto. Ich freue mich aber schon auf die zwei Zähne auf dem Motor mehr, weil ein bisschen Speed mehr könnt ihr vertragen. Ich mache jetzt mal einen Speedrun über die Wiese.
nichts kaputt gegangen, außer hier hinten an der Karosserie. Aber das sind halt die Stellen, die sowieso knicken. Hier sieht man leicht einen Knick. Aber es wird jetzt nicht weiter knicken, weil ich wie gesagt das Aluminium drunter habe. Ja, und hier hinten die Stellen, die kann auch das Klebeband nicht verhindern. Aber ansonsten noch alles heile. Hier fällt wie gesagt der Kühlkörper immer runter, weil ich die Kabelbinder vergessen habe, aber das ist nicht weiter tragisch. Oh, der will nicht mehr anlaufen. Was ist hier los? Wir haben, glaube ich, doch einen Defekt. Der Lüfter will nicht mehr laufen. Versucht anzulaufen, aber stoppt dann wieder. Da habe ich zum Glück noch einen auf Ersatz. Dann vielen Dank fürs Einschalten. Ich kümmere mich jetzt mal um Shadow. Der will noch ein bisschen spielen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Dr. X-Max.